Umringt von Weinreben am Rande eines kleinen Dorfes in Italien fanden wir diesen längst vergessenen Palast. Ein riesiges Areal mit etlichen Gebäuden und sogar einer eigenen Kapelle gehörten zum Besitz der hier einst lebenden adligen Familie. Was wir entdeckt haben und welche Geschichte wir dabei ergründen konnten, erfahrt ihr in diesem Video. Käppi auch schon komplett durchnässt, wie man sieht. Regnet es tatsächlich in Strömen. Also das ist wirklich kein Nieselregen mehr, das ist wirklich in Strömen schon. Aber wir haben hier einen Palast, den werden wir uns jetzt anschauen. Wir sind wirklich, glaube ich, 5 Mal oder so in dieses Gebäude rumgeschritten. Ich werde jetzt erstmal schauen, was hier so zu entdecken gibt. Hier sind auf jeden Fall ein paar landwirtschaftliche Geräte und so. Und das finde ich halt sehr fragwürdig. Hier stehen so neue Leitern und sowas rum. Bin ich auch nicht allein unterwegs. Felix ist auch mit am Start. Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber die meisten werden ihn sicherlich kennen. Und das ist der große Palast hier. Und hier sieht es jetzt tatsächlich noch gar nicht so spektakulär aus. Aber von vorne, ey, atemberaubend, ich sag's euch, Leute. Ja, was könnte das gewesen sein? Vielleicht echt nur so ein Aufenthaltsraum oder so ein, weil hier auch ein Telefon und ein Sofa rumsteht. Aber ist auch schon richtig alt, dieses Telefon hier. Guckt euch das mal an. Gewaltig, echt. Ich frage mich, weil der Sicherungskasten hinten ging, ob hier auch Strom geht, ey. Alter, tatsächlich. Felix. Was? Hä? Alles geht hier irgendwie noch. Das Telefon noch? Das glaube ich nicht. Das ist auch nicht. Oder doch? Doch, das ist eingestöpselt. Na, tut's nicht. Okay. So, hier steht jetzt auch nochmal eine Tischgruppe mit ein paar Stühlen rum. Interessanterweise habe ich gerade von dem anderen Raum aus gesehen, scheint ja auch so ein Kalender noch zu sein. Ein alter italienischer und der ist von 2016. Also schon ein bisschen her, ne? Dafür, dass hier noch Strom und sowas alles geht. Interessant finde ich das hier. Hier sind anscheinend auch noch so eine Pläne. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das Gelände ist von dem Palast. Dass das hier vielleicht sogar der Palast ist und sowas. Aber teilweise sieht man halt schon an den Graffitis so ein bisschen, dass sich hier doch des Öfteren auch mal Jugendliche rumtreiben, ne? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal safe davon aus oder hoffen es einfach mal, dass das Ding hier wirklich komplett lost ist. Aber damit erstmal einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Abenteuer hier auf diesem Kanal. Ich befinde mich aktuell gemeinsam mit Felix und Flora auf einer Italien-Tour. Wir werden jetzt hier den ersten Lost Place mal gemeinsam abchecken. Ich würde sagen, ich nehme euch wie immer mit. Hier in dem Raum ist sogar einfach so eine richtig fetten Aktenschränke hier. Und hier sind sogar tatsächlich noch Akten drin. Ist natürlich alles auf Italienisch, ist schwer zu übersetzen jetzt, aber sieht so aus, als wenn das hier so eine kleine Buchhaltung tatsächlich war. Rubrika, schwierig zu sagen. Aber hier stehen teilweise halt so Beträge drin. Hier 9.500. Oh, hier sogar richtig 20.000, 60.000. Also da sind schon richtig hohe Beträge hier drin. Wer weiß, was hier von hier aus noch gemacht wurde. Vielleicht gehörte zu dem Palast wirklich so eine kleine Firma oder sowas. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, wenn man hier rauskommt, hier hängt sogar noch ein richtig altes Gemälde hinter der Tür oder dem Fenster hier. So versteckt habe ich gar nicht gesehen von der anderen Seite. Das wird wahrscheinlich echt mal eine junge Dame gewesen sein, die hier gelebt hat. Hier hinten in der Ecke scheint sogar noch so eine kleine Küche zu sein. So eine provisorische. Wie gesagt, das wird hier wahrscheinlich nicht mal das Highlight sein. Vielleicht waren das echt so eine Aufenthaltsräume für ein paar Bedienstete oder sowas. Ich weiß es echt nicht. Hier ist auf jeden Fall auch noch Tomatensauce oder sowas. Von 2011 ist die abgelaufen hier. Sugo al Basilico. Also ein paar Lebensmittel sind hier echt auch noch in den Schränken drin. Ne? Dann würde ich jetzt aber sagen, hier haben wir zwar jetzt nur noch ein Klo, aber auch nichts Weltbewegendes, dass wir hier wieder aus diesem Raum hier rausgehen und nochmal den Palast jetzt erkunden. So, und jetzt geht man hier durch dieses, ich sag jetzt mal, magische Tor und dann blickt einen erstmal dieser Riesenpalast hier an. Ich sehe zwar gerade, der ist auch verkettet, aber ich glaube, von der anderen Seite war der offen, das hatten wir schon gesehen. Und hier ist auch nochmal so ein kleines Gebäude, da frage ich mich wirklich gerade, ob das vielleicht sogar wie so eine Art Mausoleum war. Obwohl es gerade, wenn ich so gucke, könnte auch eine Garage sein.
Weil hier an der Seite, das sieht man jetzt nicht so gut, aber da ist auf jeden Fall auch ein Garagentor. Ich habe gerade festgestellt, dass es hier überall extrem duftet, ne? Und guckt euch mal bitte diese Botanik hier an. Ist das eine Aloe Vera? Das ist aber extrem groß. Aber wirklich extrem groß. Allgemein auch so diese ganzen Palmen hier und sowas, ne? Das ist echt abgefahren. Ständig, wirklich, ständig dieser beißende Geruch von Thymian irgendwie. Oder Majoran oder irgendwie sowas. Wir können jetzt noch mal hier weiter erkunden. Ihr seht ja wirklich, das ist ein Riesengelände hier, ne? Hier steht sogar noch irgendein kleiner Brunnen. Ja, das war vielleicht mal ein Brunnen. Der ist auf jeden Fall zugeschüttet worden. Weiß ich nicht, was genau das mal war. Und hier ist sogar einfach, er blickt jetzt auch noch mal ein kleines Häuschen hier hinter, eine eigene Kapelle. Trotz, dass wir wirklich im Winter hier sind, haben wir hier, ich schätze mal fast, dass das die Garage mal war. Die ist zwar echt schon gut am Zerfallen hier, aber hier kommt sogar noch ein bisschen Grün durch. Sieht richtig schön aus, ne? Es ist halt auch von der Architektur in Italien alles ganz, ganz anders, ne? Als hier bei uns in Deutschland. Aber da hinten ist echt alles eingestürzt, ne? Alter, wenn jetzt hier noch ein Auto drinstehen würde, aber das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Hier traue ich mich auch gar nicht weiter, Leute. Weil hier echt schon die Balken durchkommen, ne? Ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis der Rest hier einstürzt. Also, aber hier kann man sogar noch sehen, dass da sogar noch so ein richtig alter Kronleuchter hängt. Ja, wird einfach wirklich so eine kleine Garage gewesen sein hier. Jetzt betreten wir hier tatsächlich, und ich will nicht übertreiben, einen Palast. Und ihr seht es sofort. Guckt euch das mal bitte an. Alter Verwalter, das ist ja sogar hier ein Thron. Alter. Eine riesen Tafelrunde hier, ja. Im ersten Raum. Alter. Sogar hier an den Wänden und sowas, ne, sind auch richtige Stein. Ja, wie nennt man das? Man nennt es, glaube ich, auch Statuen, ne? Sowas. Hier auch nochmal irgendein Reiter, der einen Drachen tötet. Interessant. Wirklich, hier müssen so reiche Menschen gelebt haben. Wir haben auch eben schon festgestellt, dass hier auch irgendwas hing, was aber rausgemacht wurde. Also hier wurde irgendwas Hochwertiges geklaut. Man wird wirklich so erschlagen gerade von diesem Raum, dass man so viel übersieht. Weil hier zum Beispiel auch auf der Bank sind so viele alte private Bilder in Schwarz-Weiß. Guckt euch das mal an. Hier, vielleicht war das sogar wirklich der Familienvater oder sowas, das Oberhaupt hier, wie er gerade am Arbeiten ist. Hier ist sogar ein junges Mädchen mit einem Hund. Es ist echt krass hier. Echt viele alte Bilder hier. Schwarz-Weiß auch auf dem Tisch und sowas. Sind so Unterlagen noch. Also ich glaube fast, dass die sich echt mit Kunst oder sowas beschäftigt haben. Hier auch Michelangelo. Hier vorne war, glaube ich, auch ein Leonardo da Vinci Buch. Auf jeden Fall viel mit Kunst beschäftigt. Wenn man hier rüber geht, haben wir auch noch mal ein fettes, prunkvolles Zimmer. Vielleicht war das sogar ja auch noch mal so ein kleiner Aufenthaltsraum, um sich einfach ein bisschen die Zeit zu vertreiben, weil hier auch ein paar Bücher stehen. Vielleicht auch ein Bücherregal mal gewesen. Und hier auch etliche alte Familienbilder. Guckt euch das mal bitte an. Ey, das ist so ein geiles Anwesen hier. Ich sehe sogar gerade, dass hier sogar ein Kamin ist. Doch, meine Vermutung richtig. Vielleicht wirklich so ein Kaminzimmer. Und hier unten stehen einfach sogar noch zwei Gläser. Vielleicht wurde da auch noch der Whisky rausgetrunken. Wer weiß das schon. Hier oben sieht man auch so ein bisschen schön alles so mit Engeln verarbeitet und sowas. Und der Kronleuchter geht dann hier runter. Es ist echt krass. Vor allem geht es dann hier drüben auch noch weiter, ne? Hier ist einfach noch so ein Zimmer. Interessanterweise sogar mit einem kleinen Bett, ne? Das ist auch echt abgefahren. Ob das hier vielleicht wie so ein Gästezimmer war, könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier ist auch noch irgendwas hier, 1926 bis 27. Industriale. Das wird irgendeine Firma gewesen sein hier. Und die jungen Männer haben da alle gearbeitet. Aber wirklich nur junge Männer, ne? Ist nicht eine einzige Frau oder so drauf. So, hier hatten wir ja die große Halle oder Innenraum. Weiß ich nicht, ob das wirklich so der erste Raum war, aber ist schon krass, wenn man einen Flur hat, wo immer so eine Tafel steht.
Und von dort geht es dann auch direkt hier wieder rüber, noch in einen anderen Bereich, der auch sehr interessant ist, weil, sehe ich jetzt gerade, hier wurde Essen durchgereicht, ne? Ja, ich habe gerade auch überlegt. Ja, weil guck dir das mal an, hier ist doch eine Klingel. Hier. Ah nee, das ist keine Klingel, das ist ein Thermostat oder so. Aber hier wurde definitiv irgendwas durchgereicht. Und dann wahrscheinlich hier nochmal schön zu sitzen. Oder vielleicht dann drüben, ist jetzt auch nochmal so ein Kaminzimmer hier, drüben dann das Essen vielleicht hinzubringen. Einzelt aber auch immer noch so diese ganzen alten Glassachen, die hier so rumstehen, ne? Hatten wir ja da drüben schon gesehen, in dem Raum waren ja auch schon zwei Gläser beim Kamin. Und hier auch nochmal etliches altes Glasgeschirr. Geht's jetzt hier nochmal hin? Nochmal ein Anbau. Oh, hier haben sie aber einen Kamin geklaut. Und guckt, da haben wir richtig gelegen. Hier geht's rüber in die Küche. Und hier direkt rüber geht, hier waren wir ja eben in dem Raum, wo wir meinten, dass das hier durchgereicht wurde. Was auch safe der Fall sein wird. Weil hier befindet sich auch eine richtig alte Küche. Teilweise auch schon ein bisschen zerkloppt worden. Teilweise aber auch einfach bloß abgeblättert. Das sieht manchmal schlimmer aus, als es ist. Hier ist sogar auch noch so ein Ofen, ne? Richtig, Alter, das geht ja da noch komplett weiter runter. Das müssen wir gleich erkunden. Wir schauen jetzt erstmal nochmal hier weiter. Auch diese ganzen alten Küchengeräte hier, ne? Ey, das hier muss mal so viel Leben geherrscht haben. So viel Leben. Guckt euch mal den Kühlschrank an. Ist auch noch richtig alt. Ja, das war früher ein Handträger. Hast du das früher noch gemacht? Ja. Ist auch krass, ne? Auch, dass hier noch so ein Bodenglas steht. Ja. So, dann gehen wir mal den Flur hier noch weiter runter. Und dann ist das hier hinten wahrscheinlich auch nochmal so eine Waschküche. Hier ist auch nochmal so ein, ja, ein Boiler. Und einfach hier ein bisschen was sauber zu machen wahrscheinlich. Hier ist jetzt auch nochmal so ein alter Handfeger. Das finde ich echt krass. Irgendwie. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Aber wann habt ihr das letzte Mal so einen Handfeger gesehen? Es ist echt geil. Das ist eine richtige Zeitkapsel hier. Vor allem aber auch, wenn man bedenkt, dass das erst 2016 verlassen gewesen sein soll. Dann ist das schon echt krass. Also es erinnert mich schon wieder an eine Location in Belgien, wo wir das letzte Mal waren. Da war ich auch mit Felix. Das war auch so ein riesen Anwesen. Das hatte ich noch offline genommen, das Video, weil es im Nachhinein noch Ärger gab. Für die Kanalmitglieder ist das Video aber übrigens noch online. Also falls euch das interessiert, schaut gerne mal in den Kanalmitgliedbereich. Denn dort habe ich oft Videos, die ich einfach offline genommen habe, aber halt nicht wirklich offline. Für Kanalmitglieder sind alle Videos immer noch online. Flora gerade auch übrigens einen Aufgang entdeckt. Ich frage, wo der hingeht. Aber das scheint ja alles leer zu sein. Aber hier ist jetzt auch nochmal so ein richtig altes Bügelbrett. Steht hier rum. Guckt euch das mal an. Hier steht auch noch ein Tisch. Ja, wahrscheinlich wurde hier oben einfach auch nochmal so ein bisschen gewerkelt für die Familie. Und hier steht nämlich auch, sieht so aus, als wenn hier sogar geschlafen wurde. Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass hier irgendwelche Bediensteten gelebt haben, oben, die sich dann um alles gekümmert haben. So, jetzt erkunden wir das obere Stockwerk nochmal. Vor allem hier sieht man, ein kleines Stückchen sind wir schon gegangen. Aber Leute, das geht sogar noch höher. Also ein Stockwerk ist hier definitiv noch drüber, obwohl hier auch schon ein bisschen die Decke eingestürzt ist. Müssen wir mal schauen, wie gefährlich das ist da oben. Hier ist auch schon gut am Reißen. Aber sonst echt so geil hier. Wirklich ein Palast. Vor allem geht es jetzt hier auch nochmal rein. So, zwar auch nicht so eine Riesentafel wie unten im Eingangsbereich, aber ja, auch ein Riesenraum, wirklich. Und die Decke ist auch komplett voller Stuck und irgendwelchen, ja, ich weiß immer ehrlich gesagt nicht, wie man das nennt, Marmorarbeiten. Ja, das ist echt schwer einzuschätzen, aber es sieht schon nach Marmor aus, ne? Safe Marmor. Es ist alles noch komplett mit Marmor hier. So Leute, übrigens wundert euch nicht, wenn ihr manchmal dieses billige, sage ich jetzt mal, Licht hier seht, ne? Felix hat leider seine Taschenlampe verloren, die müssen wir nachher nochmal suchen. Und bis dahin hat er im Moment meine Lampe und wir wechseln uns immer ständig ab. Einer hat mal die billige, einer hat mal die gute. Deswegen entschuldigt dafür. Aber hier, guckt euch das mal bitte an. Hier geht es jetzt auch noch komplett rüber
in irgendeine Art Schlafzimmer. Und noch mit einem Kleiderschrank. Zwei Betten sind hier auch noch. Ach, hier ist sogar noch ein großer Kleiderschrank. Dass das teilweise so Privates ist noch ein bisschen zurückgelassen worden. Und halt so die Einrichtung. Aber sonst, eigentlich wurde hier nicht viel zurückgelassen. Also so Dokumente oder irgendwie was, Kleidung, das wurde alles mitgenommen. Guckt euch mal bitte diese Kerze an hier. Irgendwie so eine Einhornkerze. Aber die Möbel finde ich ja allgemein schon sehr krass, ne? Die sind wirklich alt. Die sind definitiv älter als 2016. Das können wir festhalten. Es geht jetzt hier auch nochmal rüber in... Ach, das ist hier miteinander verbunden. Hier kommt man komplett rüber. Hier geht es auch nochmal übrigens weiter. Aber hier ist auch noch ein Badezimmer mit Badewanne sogar. Ja, hier auch nochmal so ein kleines Becken. Aber letztens hat es noch einer kommentiert, wie das Ding heißt. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Hier sind noch mehr Zimmer. Das waren wahrscheinlich dann wirklich so ein paar. Entweder Schlafkabinen für alle Familienmitglieder, dass jeder hier so ein eigenes Zimmer hatte. Oder einfach wirklich auch noch so eine Gästezimmer hier hinten. Ansonsten können wir jetzt noch mal den Flur hier weiter runterschauen. Gut, das Badezimmer hatten wir auch noch nicht gesehen. Nein. Aber hier, dafür, dass unten so viele Graffitis waren, sieht das hier oben halt echt alles noch richtig gut aus, ne? Kein Vandalismus hier. Ja, und jetzt sind wir hier wieder in der Halle, wo wir vorhin schon waren. Was ich gerade sehe hier, guckt euch das mal an hier. Hier könnt ihr einfach komplett aus diesem Palast so rausgucken, ne? Guckt euch mal bitte den Blick an, ihr habt hier weit und breit einfach gar nichts. Das Einzige, was ihr da hinten überall hier habt, sind so Weinreben. Ich schätze wirklich, dass das hier die ehemalige Einfahrt einfach war. Dass man von dort durch das Haupttor reingekommen ist und dann war man hier unten. Und unter uns befindet sich ja auch gerade die große Halle. So, hier drüben noch von der großen Halle aus ist auch nochmal ein Schlafzimmer. Irgendwie besteht dieses Haus hier wirklich nur aus Schlafzimmern. Aber kann man sich wirklich vorstellen, dass es sie in dem Palast halt irgendwie geschlafen wurde und in den anderen Gebäuden, die so drumherum waren, einfach gewerkelt wurde. Dass das hier wirklich so größtenteils der Schlafbereich war. Hier ist sogar auch nochmal ein richtig altes Bild. Hier brauchst du dich leuchten. Der Mann muss hier irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja. Von dem habe ich so viele Bilder hier schon gesehen. Mhm. Dann werden wir uns jetzt wieder nach unten begeben und dann schauen wir uns nochmal die Kapelle gemeinsam an. Vielleicht entdecken wir auch noch irgendwas. Gehen wir hier erstmal wieder zurück. Hier war ja die Kapelle direkt nebenan. Ist ja auch interessant, hier wächst sogar Bambus. Sprießt hier richtig aus dem Boden. Frage ist nur gerade wirklich, ob man hier überhaupt reinkommt, in diese Kapelle. Weil hier kann man überall rumgehen, aber wirklich reinkommen tut man hier nicht. Oh, ist das vielleicht sogar wie so ein Mausoleum? Ey, das ist echt krass. Guckt euch das mal an. Das ist einfach eine eigene Kapelle. Vielleicht hat das ganze Dorf auch die Kapelle genutzt. Da hängt sogar noch Jesus. Top im Schuss hier alles, echt. Hier auch noch so eine Verzierung an der Wand. Auch noch von irgendwelchen zwei Engeln, die hier dargestellt sind. Auch der Altar und sowas. Hier geht es auch noch rüber in einen anderen Raum, aber das finde ich ja jetzt gerade richtig krass. Ich frage mich halt auch, was hier genau steht. Entweder Todesanzeigen oder... Ich wollte gerade sagen, Das sind Gräber, oder? Das glaube ich nicht. Also ja, so Todestafeln. Meinst du, ob da wirklich Leute hinter vielleicht sogar bestattet sind? Ja. Der stand überall im Haus, ne? Die Familie hieß so. Haben die ja wirklich ihre eigene Kapelle gehabt. Vielleicht auch ein Mausoleum, man weiß es nicht. Aber ich tippe jetzt eher mal auf eine Kapelle. Das ist auf jeden Fall gerade ein bisschen gruselig auch hier. Da haben wir nämlich jetzt auch noch so ein kleiner Anbau, wo dann wahrscheinlich der Prediger sich so ein bisschen vorbereitet hat einfach. Hier auch nochmal. Hier konnte man vielleicht auch nochmal sitzen sogar tatsächlich. Soll ich hier hinknien? Vor Gott knien. Deswegen extra hier so eine Kniebank, nennt man es, glaube ich sogar. Aber es ist schon echt krass. Definitiv.
glaube, wir haben größtenteils alles erkundet. Ich weiß, da vorne war, glaube ich, noch ein kleiner Anbau, der war aber komplett zu, da kamen wir überhaupt nicht rein. Und hier den Palast und diese Kapelle am Ende, die war definitiv auch nochmal ein Highlight. Schreibt es aber wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Abenteuer hat euch genauso gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Italien-Video. Bleibt auf jeden Fall dran und behaltet den Kopf frei. Ciao.